Jo Leute, hier ist wieder der Hein aus Hamburg. Der Hamburg Hein, wie ist das Hein? Mit einem neuen Waage-Wege-Video. Die Waage noch kaum zu erkennen. Die ist nämlich hier drunter und die kommt gleich als Star des Abends zum Vorschein. So, wir haben hier heute ein Video. Corny Schoko. Corny Schoko. Das ist Korn und Schoko. So soll es aussehen, wie man es dreht und wendet. Ich habe echt nur Schokoladenseiten. Das ist aber schön, Mensch. Was ich so die Werbeleute alles ausdenke für Sprüche. Unfassbar toll. So, also, Corny haben wir hier. Und zu Corny kommen wir gleich. Erstmal kommen wir hier zur Waage und testen die Waage, ob die Waage auch wiegen will. Und hier haben wir 100 Gramm Testgewicht. Die werden erreicht ohne Murren oder Zucken. Die Waage hat heute wieder Spaß am Wiegen. So, das war's hier mit den Waagetesten. Jetzt kommen wir zum Schoko hier. Zum, hier machen wir es auf, ne? Mal reingucken das Ganze. Und bevor wir reingucken, muss ich noch sagen, was ich heute rausgucken möchte. Und zwar, hier haben wir draufstehen. 150 Gramm soll das sein, ja. 150 Gramm soll das hier sein, ja. Kann man es erkennen, kann man erkennen, kann man gut erkennen. Und zwar sind das 150 Gramm, 6 Liter auf 25 Gramm. Also 25 Gramm soll ein Liter wiegen. Wollen wir mal schauen, ob das auch so stimmt. Erstmal schauen wir nach, ob die auch wirklich 6 Stücken von dem schönen Kohl, wie will, die überhaupt drin sein sollen. Ja, und auch drin sind hier. Die sind drin, alles wunderbar. Da freut sich hier Corny. So, also Corny ist drin. Oder von Corny sind drin. Ganze, es ist die Wahl, die ist schief geworden, ihr macht nichts. So, also es sind drin die ganzen Cornys hier. Und machen wir, wie es sich gehört, erstmal einen Corny auf hier. Oh ja, super, es ist Korn so schön hier. Und mal aufmachen das Ganze hier. Und da haben wir schon, was haben Sie geschrieben da, wie man es dreht und wendet. Man hat immer 2 Seiten Schokolade. Na gut, also eine ist ein bisschen mehr, eine ein bisschen weniger. Na gut, okay. Auch gut. Wollen wir mal schauen hier? Mal die Waage hier einschalten hier. Guck mal, die ist auch ein bisschen schief, die Waage macht nicht so. Also einschalten hier. Und dann machen wir sie mal hier die Corny rauf. Und was soll es sein? Das sollten nur 25 Gramm sein. Ne? Das sind nur 24,9 Gramm. Das sind schon mal keine 25 Gramm. Schon mal klar, das Klassenziel verfehlt hier. Aber mal schauen, es kann sich ja noch ausgleichen. Ne? Mal schauen. So, jetzt machen wir erstmal den typischen Trick wieder hier. Wir machen die Hülle rauf, dann machen, na komm hier, dann machen wir auf Null, machen wir das. Und dann mal schauen, was die anderen so bieten können hier. Jetzt schauen wir nochmal Conny und der hat 24 Gramm, auch keine 25 Gramm. Und der ist hier. Oh, wunderbar, prächtig schön. 25,58 Gramm. Das ist auch schon mal ein kräftiger Ausgleich hier. Was sagt er mir hier? Er sagt 25,23. Auch ein schöner Ausgleich. Jetzt haben wir hier nochmal Corny mit 25,37. Jetzt haben wir hier nochmal Corny mit 25,41. Also, hier haben wir auf der Seite die Schwergewichte. Hier haben wir die Leichtgewichte. Macht nichts, wie es im Leben immer so ist. Die einen sind schwerer, die anderen ein bisschen leichter. Hier machen wir nochmal auf Null. Hier machen wir nochmal drauf das Ding. Und haben 24,08. Ja, wenn jetzt jemand mal ausrechnen möchte, einmal mal die Werte addieren und dann mal reinschreiben in die Kommentare, was der an Gesamtsumme so rauskommt, wenn ihr Spaß und Freude habt. Ja. Das war's für heute. Nicht vergessen, dass man hier Strom sparen muss, ist sehr wichtig. Und ich sage jetzt Tschüss, freue mich am Corny und bis bald. Sagt euer Hein aus Hamburg. Tschüss.